Ja. Immer nach langer Zeit wieder ein neues Splatfest, eigentlich sogar ein zweites Splatfest. Eins habe ich irgendwie komplett verpennt. Da muss man aber auch als Entschuldigung nehmen. Bei mir wurde nicht mal ansatzweise angezeigt, dass es ein Splatfest ist. Hätte mich einer meiner Zuschauer nicht darauf aufmerksam gemacht, hätte ich auch dieses Splatfest ehrlich gesagt verpennt. Jedenfalls, momentan Splatfest. Was davon mag man lieber? Ich starte gerade heute extra mal hier draußen, weil zu diesem Splatfest auch die Map hier draußen ein bisschen verändert wurde. Mit was wären wir lieber befreundet? Mit einem Zombie, mit einem Skelett oder mit einem Gespenst? Mein Favorit wäre ja eigentlich Zombie gewesen, aber der Großteil meiner Zuschauer oder der am meisten immer dabei ist, war für anders. Ich habe mich mit ihm auf Gespenst geeinigt, damit ich wenigstens einen guten Mitspieler habe. Jeder Team Gespenst kann natürlich mitmachen. Und ich wollte mir erstmal hier angucken, was draußen anders ist. Und da sehen wir auch direkt, dass die andere Kostümchen tragen. Wo genau hocken die nochmal? Mantaro einfach mit einem Geisterlaken. Ich würde gerne auch noch. Ja, genau. Hat mehr was von einem Vampir als von einem Zombie. Ach, ganz gut. Außerdem, das ist auch an mir irgendwie vorbeigegangen, ohne ich es mitbekommen habe. Es ist eine neue Saison auch angetreten. Ich weiß nicht mehr genau, wie die jetzt heißt. Da habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Kann ja irgendwer in den Chat schreiben, dann lese ich das sofort vor. Ich hinterfrage nicht. Es gibt die überall verschiedene Ansprecharten. Ich hinterfrage die Reden hier nicht. Och, und auch noch direkt 100 Bits. Ach, wie nett von dir. Ist auf jeden Fall schön dekoriert hier. Ich glaube auch, der Song ist ein bisschen anders von denen. Die Schmutzsaison. Warte mal. Die Sturmsaison heißt es momentan. Habe ich jetzt nochmal nachgeguckt. Das habe ich bei dem einen, wo ich das drüber mache, noch nicht eingerichtet für Bits. Bits kommen bei mir selten. Also mit der neuen Saison sind auch neue Waffen dazu gekommen. Eine davon habe ich mir schon gekauft. Einen Moment. Hier den Alpumar Triestringer, den werde ich heute auch benutzen. Aber ich will natürlich für die, die das auch verpennt haben wie ich, zumindest eben kurz zeigen, was an neuen Waffen dazugekommen ist. Ich werde auch versuchen, die ein bisschen so freizuschalten. Also der Calligraph Fresco zum Beispiel kam mit der Sturmsaison dazu. Dann noch der Kartuschierer. Eine recht starke Gatling, finde ich. Die habe ich schon ausprobiert. Ich finde die eigentlich richtig gut. Der Schwab-Wascher. Das ist ein interessanter Schwopper. Der schießt zweimal ein Geschoss. Ich kann ja eigentlich auch direkt auf Testen gehen, dann seht ihr, was ich meine. Wir starten gleich sofort mit dem Community-Part. Ich will nur halt zeigen, was Neues, was man verpennt hat. Da seht ihr das mit dem doppelten Schuss. Finde ich interessant für einen Schwopper. Ist auf jeden Fall mal was Neues. Also der Calligraph Fresco ist jetzt natürlich nicht sonderlich besonders, ist eher ein Skin mit einer neuen Sekundär und Ult. Der Dino-Roller, den Tesla auch, mehr so dekoartig, aber ich finde, die Nebensachen sind da tatsächlich sehr praktisch. Auch ein neuer Pluviator, neuer Wann- und Troppel-Schwopper. Und die Kuli Splitling hat auch nochmal hier eine Deko-Version bekommen. Und die mag ich immer noch, weil man sie während des Schießens einfach weiter aufladen kann. Wenn man es richtig macht, kann man eigentlich dann unendlich schießen. Also ich kann das auch nochmal zeigen hier unter Neuigkeiten. Also, selbst wenn ich hier auf Splatoon selbst gehe. Es wird nicht wirklich angezeigt. Erst wenn ich auf alle verfügbaren Artikel gehe, so ganz leicht wird es hier angedeutet. Aber ansonsten, wenn es nicht mal so angezeigt wird, wie soll ich es dann mitbekommen? Im Übrigen, Nee. hier kann ich direkt erwähnen, im Neujahr spätestens versuche ich, dass die Community-Streams wieder zurückkommen.
Aber momentan will ich erstmal die Projekte abschließen, die ich momentan mache. Oder zumindest 2, 3 davon. Ja, Zelda bist ja jetzt durch, ich weiß gar nicht. Nee, nicht mal ansatzweise. Achso, bist einmal noch nicht durch, okay. Ja, ich schau nur so ein bisschen vorbei, ich sehe ja nur die Meldung und so. Ich schau da selten rein. Was mich auf jeden Fall gerührt hat, ist das, was ich gestern Abend hier auf dem Server gelesen habe, auf dem Discord-Server, dass einer der Creator extra vorbeikam, um sich zu bedanken. Für seine Kollegen vor allem Dingen und nicht für sich selber. Auch wenn er richtig viele Clips jetzt geschickt hat, die ich mir alle erstmal durchgucken muss. Übrigens, bei den Clip-Completions, mal so als Nebeninfo. Die maximale Clip-Anzahl, die ich von Leuten nehme, sind 4. Maximal. Und da kann man auch nochmal die Nebeninfo raushauen. Wenn ich selber bei einer Clip-Completion dabei bin, dann nur aus dem Grund, dass ich nicht genügend Clips gefunden habe. Ich sag mal so, das ist dann so Notfallclips. Aber es war ein Genuss, nochmal diesen Clip mit Dex das Eigentor zu sehen. Ja. Der ging nicht mal auf meine Kappe, dieses wunderschöne Eigentor. Ja, du machst ja inzwischen keine Eigentor mehr. Ich meine, sag das nicht zu früh. Sobald wir wieder mit Shellshock anfangen, erste Runde, Panzerball, kommen dann wahrscheinlich wieder 10.000 davon. Ja, wir fangen ja wahrscheinlich erstmal wieder nächstes Jahr wieder mit an, hast ja gesagt. Ja, ich versuche auch momentan, dass ich zumindest Level 90 bin wieder anfangen. Ich weiß gar nicht, welches Level warst du denn? Ich bin knapp vor Level 88 dort. What? So viel hast du jetzt gespielt? Ah, hast Rebound gespielt, ne? Nein. Nein? XP-Lobbys, ahoi. Ja gut, aber XP-Lobbys bringen ja nicht so viel. Also, ich habe, um meine Waffen zu boosten, XP-Lobby, um Level zu boosten, richtig viele Kämpfe gemacht. Also, ich finde, mit Deathmatch machst du da am meisten XP irgendwie weg, wenn du die Zeit mit einrechnest, die du bei XP-Lobbys beispielsweise drin sitzen würdest. Okay, das ist dann schon angenehmer. Luffy! Aber das XP so viel bringt, also... Also ich finde zum Beispiel bei diesen Rebound-XP-Lobbys, in der Zeit, wo du die eine da abschließt, kannst du 20 von den anderen Runden machen. Ja. Dann konzentrieren wir uns mal die erste Runde zu gewinnen. Das ist so mein Verlangen gerade. Hilfe! Genau in dem Moment, wo du das sagst, sterbe ich. Davor war ich durchgehend am Leben. Darf ich übrigens erwähnen, wie sehr ich gerade die Musik gerade liebe? Dass sie extra auch noch einen neuen Song gemacht haben. Musst du mal hinhören. Der ist ja richtig geil. Der ist mehr so Halloween-mäßig, ne, oder? Ich liebe es. Genau, im selben Moment, wo sie einschlägt, gehe ich wieder nach unten. Die Kurve, die war genau in mir. Aber die Gegner sind auch gerade ein bisschen bösartig. Ja, ich komme gerade nicht an die Gegner ran. Also ich habe ewig lang nicht gespielt und dann fange ich auch direkt mit Bogen an. Was denke ich mir denn dabei? Würde ich schlau. Oh Mann, ey. Ja, das Ding ist, wenn die rechts nicht abgesichert wird, kann ich ja echt nichts machen. Da kommt eine Kugel! Ja, der neue Triestringer, der ist recht langsam beim normalen Schießen. Direkt doch, dankeschön. Aber die Runde ist nicht hoffnungslos verloren. Ich habe noch einen Haftsprung. Ich habe Luffys. Oh, okay, da hin. Oh, ja, genau. Mann. Ich habe. Jetzt haben wir die Runde verloren, so, oder? Ich hab noch die Bluffies geschossen zum Ende. Ja, ja gut, die bringen ja noch was. Ja, die bringen noch was. Ja, komm, aber die erste Runde ist mal wieder verloren.
Immer. Ey, die erste Runde, die bleibt doch so oder so drin. Man braucht doch auch die Shellshock-Infos, auch für die YouTube-Leute. Hast recht. Wünschen wir es aber mal, dass wir mal schön in den Tag reinstarten. Und übrigens für die Clip Compilation, wenn ihr da mal so neue Leute für mich also da so von neuen Leuten Clips habt, die ihr meint, dass die gut sind, beziehungsweise lustig, schickt sie mir ruhig, weil ich würde gerne mal neue Leute in die Compilation mit reinnehmen. Aber ich finde momentan keine guten. Ich gucke auch, dass ich selber nicht doppelt immer zu hören bin. Ich versuche schon extra beim Abhören immer das Mikro kurz auszumachen in OBS. Stimmt ja, es gab auch extra zu Halloween auch nochmal zusätzliche Rüstungen, ne? Wie zusätzliche Rüstung? Ja, zum Beispiel diese eine Maske, die der eine gerade hatte. Achso, ja, und den Piratenhut habe ich auch schon etwas gesehen. Oder die, der Hexenhut. Die Challenge, was ich dir gebe, wenn du es schaffst, einmal nicht zu sterben in einer Runde, gebe ich dir 50 Bits. Oder sogar 100. 100 Bits. Kannst du mich dran erinnern, dass ich das noch einrichten will? Mit den Bits? Bei Tippy Stream? So heißt das, worüber das läuft? Boah, jetzt hat er mir den Sprinter genau vor die Nase geworfen. Und ich hasse es, wenn die Gegner so schnell in die Basis von uns stürmen, ne? Also macht eigentlich keinen Sinn, das so zu Anfang zu machen, wie die das machen, so reinzustürmen. Ja, darum die Gegner halt abzunehmen. Das bringt dir überhaupt nichts am Anfang. Die kommen ja, gut, da ja wieder. Gut, aber wenn einer macht, dann ist es sogar gar nicht mal ineffektiv. Also, ja, wenn er es gut macht, dann ist das eine gute Ablenkung. Aber wenn das halt alle am Anfang machen und das noch nicht mal funktioniert, das ist nicht mal eine gute Ablenkung. Das ist einfach nur verschwendete Zeit. Guck mal, jetzt stehen wir bei denen in der Basis. Was hat ihnen das jetzt gebracht, da in unsere Basis reinzustürmen? Ich versuche mich dran zu gewöhnen, dass ich einen Bogen habe. Da unten gammelt übrigens einer mit einem Titan. Ja. Der will unbedingt mich. Dass die Airbrush so weit schießen kann wie, der Quad Noir, das finde ich absolut lächerlich. Der Quad Noir hat doch mehr Reichweite als. Ich fand's gerade interessant, dass der explizit mir hinterher geschossen ist, anstatt dem, der hinter ihm am Schießen war. Ey, das war ich! Also. Ich habe nur gesehen, dass er mich gejagt hat. Ich habe nicht gesehen, wer da alles war. Ich habe die Daten nicht gesehen. Ich war mit ihm beschäftigt. Da unten ist übrigens einer, ne? Oh Gott! Einer mit Hexenhut. Ja, ich habe ihn. Hab ihn. Nein, ich habe keine Titel mehr. Okay. Der Mate hat's gerichtet. Ich müsste gleich eh mal mein Ticket nochmal wieder umändern. Nein! Boah, mir hat ein Schuss gefehlt! Dann nehme ich mir mal ganz kurz dann diese 2 Minuten, um das mal eben kurz einzustellen. Wir haben gewonnen. Einfach. Ich dachte, wenn du einmal nicht stirbst, gebe ich dir 100 Bits. Ich glaube, ich bin sogar nicht gestorben. Oder? Warte, wir sehen das jetzt. Nee. Obwohl doch einmal bin ich, glaube ich, gestorben wegen der Kugel. Ja, guck mal. Wie gesagt, wenn du schaffst, dann jedes Mal 100 Bits. Sogar die Endmusik, wenn wir gewinnen, ist anders. Schau mal bei dir. Ich hab einmal. Ja, guck mal, kein Witz. Können wir jetzt mal kurz beenden? Ich muss mal mein. Ja, ich muss auch das auswechseln. Nein. Das gibt mir auch eben kurz die Chance, eben kurz das einmal anzupassen. Also, 10er-Kampf zu kriegen ist echt nicht so schwer. Also, ich habe den heute schon 2-mal bekommen. Okay.
gegen welches Team kämpfen wir jetzt gerade? Habe ich nicht drauf aufgepasst. Ich glaube Geist, ne? Sonst hätten wir ja Lila bekommen. Ja. Wir kämpfen gegen unser eigenes Team. Wow. Ich glaube, die meisten haben auch Geist wirklich genommen. Ey, bei der Aufwärmphase hat Geist gewonnen. Ja, aber nur knapp. Das ist ja alles. Oh, jetzt hat jemand Platscher. Nein, mit Schwäche. Ich hasse es, gegen den Platscher zu kämpfen. Ich hab keine Dinte mehr. Oh, also, wie ich den gekillt hab. Nein, da hat jemand die dran. Ja, ignoriert mich. Das ist sehr nett von euch. Ey, du hast jetzt einen neuen Erzfeind. Diese komischen Kartuschierer, der ist ungefähr genauso wie der Hydrant. Von der Schnelligkeit her. Nee, nee, der Hydrant bleibt der Erzfeind. Deswegen habe ich noch immer nicht gekauft. Ich werde die Waffe auch nie kaufen. Das bleibt der Gag. Wer hat den, das Schrottding denn da geworfen? Oh Gott, was ist das? Auf der Seite bringt den auch gar nichts, der Sprinkler. Boah, gerade noch gerettet. Ja. Yeah. Muss mich zurückziehen. Nein. Der Regen, der tut auch immer weh. Ei! Zurückziehen! Oh, zurückziehen! Oh, komm, ich bin zu nah an den Gegner ran. Gekommen. Aua! Reining! Noch bin ich nicht gestorben. We can do it. Nein, wir können es nicht tun. Der Platscher ist OP. Ich habe keine Tinte. Ich kann gar nichts gerade. Hast du den Platscher? Ich weiß gar nicht, was du hast. Sieht doch momentan gut aus. Schade. Du darfst Blitz ausgeben! Was? Wieso Blitz? Ich hasse dich. Nein, 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 du bist einmal gestorben. Nein, nein, bist du. Nein, ich bin diese Runde nicht einmal gestorben. Scheiße, ich vergess. Ja, wenn du was rausbringst, sonst musst du dich auch dran halten. Ja. Guck! Yeah. Hier, guck! Nicht einmal gestorben! Haha! Ich hoffe, das sieht man im Stream. Also lass es hoffentlich drin. Guck dir das an, nicht einmal tot. Bestes. Na gut. Ich hoffe, das kommt doch auf YouTube. Die ja, unten lasse ich drin. Und die erste Runde. Du schneidest wahrscheinlich gleich die Diskussion rein, wo ich das gesagt habe. Ich glaube, die war eh in der ersten Runde. Ja, dann musst du es ja drin lassen gleich. Dann musst du es ja auf YouTube rein drin lassen. Die Bits. Hm. Ist nur doof, dass es momentan nicht angezeigt wird. Also ich habe das jetzt umgestellt, aber ich glaube, Follows und so weiter wird jetzt auch nicht angezeigt. Die haben alle schon die Halloween-Kleidung und ich hab gar nichts. Weil ich kein Geld habe. Ich bin pleite. Warte, ich muss Sunny wieder anschaffen Geld? Gehen lassen. Warte, die kosten Geld? Ich meine ja. Warte, wo kosten die Geld? Auf jetzt auf der Nintendo-Seite? Also auf dieser Seite oder wo kostet das? Nee, ich meine Ingame. Ach, jetzt mit diesem Gold. Ja. Und das meine ich damit pleite. Achso, ich hab 300.000. Easy one. Also sind die jetzt nur begrenzt da oder kann man die Weiß auch? Ich nicht. Müsste man nochmal nachgucken.
Dann zeig mir das nachher, wo ich die finde. Oder sag ich zeigen. Oh, da ist ein Gegner! Oh Gott, den habe ich ja gesehen. Ja, stell dir vor, die laufen hier überall rum. Ja, wozu habe ich das Geld sonst gespart? Also die eine Seite beachten die ja gerade überhaupt nicht. Wo ich gerade bin. Oh Gott, wer hat mich da gerettet? Weiß ich nicht. Ich finde, der Sprinkler ist echt so eine gute Ablenkungswaffe. Genau. Wie langsam sind die? Also die brechen ja nicht mal vor, soweit ich das sehe, ne? Der springt da so, ist auch eine sehr gute Wahl gegen. Ja, vor allen Dingen, wenn du das am drehende Plattform setzen kannst, ist das richtig geil. Naja, auch gegen diese Blubberbomben, gegen diese Blubberballons. Junge, wie viel Leben hat der Typ? Jetzt ist er durch meinen Sprinkler gestorben, weil er von abgehauen ist. Wow. Das sind doch die besten Kills. Diese Runde läuft mehr als gut. Nein, nein, nein. Oh, nein. Oh Gott. Luffy's. Hier war doch gerade ein Gegner. Achso, jetzt sei nicht der ins Wasser gefallen. Wir haben gerade offenbar die schlechtesten Spieler aller Zeiten als Gegner, weil es ist so weit vorzupreschen und das so früh. Das ist schon irgendwo eine Sache. Ich lebe noch! Ich bin lebend davon gekommen. Ich steck lieber den Rückraum, dass wir jetzt nicht das aus der Hand geben. Das habe ich schon oft genug getan. Was? So wie ich es gesagt habe, die haben noch einen Großangriff gestartet. Und die Mitte noch. Die Bluffler kommen nicht mehr durch. Ja, aber guck mal, wir haben so viel. Also, ich weiß nicht, was die da am Anfang getrieben haben, aber am Anfang waren die ja wirklich nur bei sich. Selbst bei der zweiten Minute noch. Die waren echt langsam. Boah, hab ich dann viele Clips zum Durchgucken demnächst. Warte, wie viele sind denn das? Du hast schon wieder null. Ich hasse dich. Ich dachte nur das eine Mal. Hui! Ey, du musst mir jetzt nicht für jedes Mal, wo ich nicht sterbe, Bits geben. Nee, Finger. Ja, wann stirbst du da bitte nicht? 9, 10, 11. Der hat 12 Clips geschickt. Team Skelett. Jetzt musst du ernst spielen, Dark. Zerstör die. Ich mache hier unten schon. Böse. Mit Jones einer oder was ist das? Ja, tatsächlich. Versuche diesen Winkelmarker ja zu verwerten. Das Problem ist, das Teil ist kacke. Ich hab dich noch getroffen, Junge!
Mach doch was, ich weiß, dass da noch einer war. Danke. Ich habe ihn noch bekommen. Oh, God bless, ey. Ja, da kam auf einmal einer von hinten. Ja, moin, die ganze Basis ist noch orange und keiner kümmert sich drum. Ist ja gut. Wie ich mich ja. Diese Sepitox-Bombe, die nutze ich gar nicht, ne? Das ist echt krass. Momentan läuft gut. Okay, den habe ich aber sehr aus Glück gekillt. Nicht aus Skill. Erwischt. Und sogar der mit der Airbrush. Sehr gut, Heining. Ich habe noch gegen Ende jemanden vernichtet. Ja, wir haben das OK. Ich habe immer noch das Winken. Ich kann auch, das ist eine Drei anschalten, dann kann ich euch selber auch noch mal winken. Wink mir bitte zu, Papi. Mach ich so. Dankeschön. Ach, auf dem Splatfest-Shirt hat sich Toleranz Ja, hab ich auch. Hab ich auch. Alter, ich bin Platz 1, ey. Oder? Die Bär GmbH würde ich heute aber auch noch gern nochmal besuchen. Die haben da eine neue Map hinzugefügt. Außerdem gibt es da gerade ein echt cooles Oberteil zu gewinnen. Wen? Ja, so eine aufgeschnittene Jacke bei der Bär GmbH. Da ist einer mit einem Tyrann bei uns gerade gewesen. Der ist tot. Der war ein Schwopper. Der neue sogar. Ist ein bisschen grob hier das Grün entfernt. Da hatte einer irgendwie hingereiert, gefühlt. Der Galgon, ne? Ich sag ja, der hat's auch drauf. Erwischt! Von allen Schwoppern mag ich den Bannenschwopper in der gegnerischen Hand am wenigsten. Weil der hat echt gutes Potenzial, dich instant zu vernichten. Wenn ich alle Kügelchen treffen, stirbst du ja auch. Was hat dem jetzt ernsthaft den Kill gestealt? Oh. Achtung! Tyrann! Hab ihn markiert! Mit seinem Winkelmarker? Ich versuche ihn zu verwerten. Ich versuche es. Ich versuche ihm eine Chance zu geben. Ich fliehe vor dem Wandschopper und springe in die Haftbombe. Auch gut.
Sobald sie nah an mir dran sind, treffe ich mit dem Blaster einfach nicht mehr. Nein, der Galgun. Ich hasse ihn, ich hasse ihn. Ich darf nicht in seine Nähe gelangen. Hab ihn. Achtung, nach vorne rechts. Hä, von wo? Da oben drauf und in der Mitte gammelt irgendwo einer. Oh, wer geiert doch? Die geiern doch auf. Der Wandschwapp hat mich gekillt. Der war doch 10 Sekunden. Okay, das ist aber ein Scam gewesen. Ich habe ihn gekillt. Dann bin ich 3 Sekunden später durch ihn gestorben. Weil er anscheinend irgendwas geworfen hat oder was. Durch seine Blasen. Also. Wir haben doch noch gewonnen. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, aber es ist trotzdem absolut laggy, das Game. Ich habe nicht mal gemerkt, dass einer zu mir gehüpft ist. Das Game, ey. Ich fand Crazy Bat die Pose, die finde ich ganz cool. Von Crazy? Ja, die fand ich gerade ganz cool. Ich hol mir den neuen Schwopper. Von dem einen Artischein. Stell mich dann jetzt hier draußen hin. Und sag dann zumindest zu den YouTube-Leuten, wir sehen uns nach der Halbzeit. Ihr kennt dann das Ergebnis, wir kennen es gerade noch nicht. Aber wir sehen uns am nächsten Splatfest-Tag wieder mit dem Dreifarbkämpfen, die wahrscheinlich noch schlechter laufen. Also euch sage ich mal hier ciao. Bis gleich. Ja, Leute, willkommen zurück zu Splatoon 3, zum aktuellen Splatfest. Joa, YouTube hat das Zwischenergebnis schon gesehen. Momentan sieht es nicht gut aus. Wir müssen die Skelette auf jeden Fall vernichten. Und ja, heute legen wir mit den Dreifarbkämpfen los. Es wird wunderbar, das wird wunderschön. Wir werden nicht frustriert sein. Hoffentlich wird zumindest keiner frustriert sein. Die Dreifarbkämpfe, die finden gerade momentan bei den Kusaya-Quellen statt. Ich glaube, da hatten wir bisher noch nie die Dreifarbkämpfe. Bin schon gespannt, wie das dort aussehen wird. Bei den normalen Kämpfen wäre gerade auch eine der neuen Maps. Würde ich eigentlich auch gerne noch reinschauen. Aber nichtsdestotrotz, wir legen hier jetzt heute los. Wir werden viel Spaß haben. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich sagen kann. Ernsthaft, ich muss Instant Sushi wie Scheine wechseln. Dein Ernst? Habe ich nochmal kurz was zu tun. Danke, Dark. Shibi Shining in the house. Und Shibi Shining kann auch mit seinen Winzhänden winken. Es ist schön, dass ich beim zweiten Stream jetzt Instant zu Shibi Shining wechseln musste. Dann packe ich das auch mal eben kurz in die Stream-Beschreibung. Danke. Ich muss noch ein bisschen mehr rauszoomen. Ich hatte zwar Voreinstellungen für den Chibi-Avatar, aber ich muss den anders zoomen in der Software als den anderen Avatar. So, jetzt sollte alles stimmen. Geh mal Titten, wirst dich richtig geil drehen. Muss mal schauen. Ich bin glücklich. Es schlägt aus. No. Du bist zu hören, ohne dass alles andere Desktop-Audio zu hören ist. Wir sind unter den Angreifern. Geil. Also du hast den Job, ich nicht. Oh, gegen Team Zombie.
Momentan liegt ja Team Skelett in Führung. Was? Wie siehst du das? Ich hatte das heute Mittag schon aufgenommen, hier mit dem Zwischenergebnis. Ach so, ja gut, aber du musst halt sagen, man muss halt sagen, bei den Triton-Hörern sind wir zum Beispiel vorne gewesen. Oh Gott, mein Cursor wollte nicht. Das andere Team pusht gerade bei denen, ne? Die nerven die auf jeden Fall. Nein, ich konnte mich nicht bewegen, weil der Gegner. Hast du auch die Bombe zu spät bemerkt? Na, ich hab die bemerkt, aber. Ich konnte nichts machen, weil der Gegner Tinte angeblich war. Das ist eine echt geile Mucke gerade, ne? Ich habe keine Tinte mehr. Und das ist ja eine richtig fiese Map für Angreifer. Die ist sowieso scheiße. Nee, guck mal, wo die runterkommen. Die kommen von da oben und von der Seite her. Das ist schön, hier unten achtet keiner gerade drauf. Man schießt noch nicht gesaved, Betrug. Ja, die Map ist. Deswegen spiele ich, wollte ich den Tintenwerfer nicht spielen, weil der Tintenwerfer. Das finde ich so gut. Und irgendwie habe ich gerade richtige Einbrüche, also. Ich komme mir echt nicht klar. Na, bei mir hat sich das schon wieder auf WLAN umgestellt, statt auf LAN, muss das gleich nochmal umstellen. Mann, der Typ mit der Klecksbombe geht mir so hart auf die Eier, ne? Ja komm, Bluffies! Warum habe ich genau jetzt keine Tinte mehr? Okay, er kann durch meine Tinte ganz einfach durchgehen. Ich liebe das, ja, ne? Genau, wenn der Gegner kommt, keine Tinte mehr zu haben. Ich wechsle den Tintenwerfer aus, der Scheiße hier. Ich finde, der Bogen, den ich gerade habe, ist generell kacke für die Map. Ja, generell solche Long-Range-Waffen sind scheiße hier. Nee, ich habe ja eigentlich mit dem Bogen richtige High Range, aber die ist hier recht schlecht gerade. Oh, 1200 ja. 100 Punkte, das könnte aussichten, dass der gelevelt ist. Von dieses Spawn, ich mag die drei Farbkampf auf der Karte sind richtig beschissen. Das ist die schlimmste Karte überhaupt beim Dreifarb. Nee, das geht. Die Dreifarbkämpfe wollen einfach nur nicht, warum auch immer. Gegen Skelettis. Für die YouTube-Zuschauer hier auch nochmal. Wir haben jetzt auf die normalen Kämpfe gewechselt, weil die Dreifarbkämpfe einfach nicht wollen. Und es ist die neue Map. Ist egal, ob wir die Runde gewinnen. Die Runde zeige ich auf jeden Fall. Wie die neue Map. Ja. Boah, die Musik. Ja, die ist sehr klein. Sag ich dir. Der Trommelschopper ist nicht so lustig. Was? Wieso habe ich ihn nicht erwischt?
Jawohl. Alter, wir gewinnen. Ja, gerade richtig. Also wir sind gerade gute Führung. Wie war das noch? Kein Sterben? Ja, genau, wo ich es ansprechen wollte. Dark! Komm zu dir! Kommt da unten einer? Boah, das ist doch Quatsch, ey. Ich hab den Asiaten erledigt. Und jetzt seid ihr wieder so dumm und sterbt alle und rennt rein. Natürlich. Ich renn nicht rein. Nein! Oh, ich habe ihn nur erwischt, dass er nicht weiterkommt. Geil. Wehe, sterbe ich jetzt. Kommt, meine Bluffies! Alter, das war recht ausgeglichen. Ja, meine Bluffies da hinten. Ja. Lief doch! Nice. Das ist doch gut. Diese Geistgeräusche. Kommen bei Skelett und bei Zombie auch spezielle Geräusche? So ein Brain, Brain oder irgendwas in der Art? Bei Skelett. Let's go, Dark! Die machen wir fertig! Was sagst du gerade? Die machen wir fertig. Die Leute machen wir fertig. Immer nur vier. Die Zombie-Fans, die das Team, für das ich eigentlich wäre. Nee, die machen wir. Die machen wir richtig fertig, ey. Werde ich denn wieder angeschrieben, ey? Kann ich dir nie sagen. Die stören mich alle immer. Da läuft einer mit einem Pinsel. Ja, genau! Er trifft mich genau mit der Zugabe, ich nicht. Natürlich. Ey, die Hitbox ist doch so schlecht, ey. Der Schwurmboscher ist toll. Scheiß Tim Zucker, ey. Danke, du hast mich gerettet. Ja, der Idiot, der hat ihn durchlaufen lassen, ey. Der war genau hinter mir. Aua. Oh, das hat gereicht.
Oh, ich habe ihn noch erwischt. Das ist gut. Aua. Ja, mit dem Pinsel geht mir auf den Nerv. Der ist nochmal durchgestoßen. Ich wollte den Haihammer noch nutzen, aber ich glaube, wir haben trotzdem gewonnen. Ja, können wir gewonnen. Ja, gut, gut. Logo, was ich Jivi habe. Alles ist easy. Ja, alles ist easy, natürlich. Skelettfans plus 5? Wie viel spielen die denn? Genau, jetzt habe ich keinen Sprinter mehr. Ja, stimmt. Du machst dir hier gerne was mit dem Sprinkler. Ja, die kannst da oben an diese drehenden Plattformen so gut dran kleben. Die Gegner bemerken die meistens nicht. Beziehungsweise achten da nicht drauf. Und die nehmen dann so extrem viel Fläche ein. Nein, wieso? Wieso kam dein Gegner direkt durch? Während ich hinten am Färben bin, kommt der Pisser da durch. Damit rechne ich doch nicht, dass da auf einmal ein Gegner kommt in unsere Basis. Okay, der mit der Nautilus hat mich gerade erledigt. Ah, die Tezuka ist doch scheiße, wirklich. Hätte der mich hier bekommen, der Typ, ne? Dann wäre hier was los gewesen. Lacker. Muss mal richtig reingehen in die Olga. Witzig. Dann könnten wir das Spiel auch mal gewinnen. Bei mir läuft gerade. Nur der mit der Nautilus nervt mich, weil er mich wirklich fokust. Der rennt die ganze Zeit mir hinterher. Endlich! Das Gute ist, der entet ganz viel. Haben die Suche. Jetzt habe ich kein Tinte mehr, danke schön. Nein, ich hab. Ach komm, jetzt auf einmal, wenn ich reingehe. Na, da kommt natürlich kommt dann einer. Muss dann einer kommen. Meine Pfand, ey. Sieht doch gut aus. Guck mal, wie schlampig die waren. Weiß gar nicht, was du hast. Erster Platz Schaden hingesteckt. Diese Medaille will ich nicht haben. Das ist bei dir grau, die Medaillen. Aber was war das denn? Wie habt ihr euch den Fistbump gegeben? Ja, zwei Posen passen halt gut zueinander. Und ich habe meine Pose halt gezeigt. Hä? Ja.
Deswegen habe ich auch mit dem anderen abgeklatscht und nicht mit dir. Hä? Weil ich einen anderen. Warum? Ja, siehst du. Ja, warum wohl? Wir können gleich nochmal drei Farben machen, wenn du möchtest. Ausprobieren. Ob es jetzt funktioniert? Seid ihr bereit? Teamarbeit. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Oh, schon wieder ein Gespenstergegner. Jawohl. Gespenst ist auch viel besser. Kannst du halt so feststellen, wenn du halt deine Farbe nicht kriegst, ne? Und irgendeine fremde Farbe hast. Ich ekel mich gerade vor der Farbe. Ich mag Pink nicht. Boah, warum müssen ausgerechnet die zwei Farben aufeinander kneffen? Ja, jetzt kommt einer von der Seite, weil der andere Typ nicht alleine gegen mich kämpft, muss natürlich der zweite ihm zu helfen, Alter. Das ist so typisch. Ich wollte gerade sagen, ist doch normal. Okay, da kann. Achso, das war eine Heuboje. So. D3R-Schwopper. Ich hab ihn drei. Das Betrug. Das Betrug. Das war gerade legendärer Betrug. Ich hab genau jetzt keine Tinte wieder gehabt. Hast du das? Genau, wenn dein Gegner da steht, keine Tinte zu haben. Ah. Den Loser habe ich getötet. Was ist noch ein Video? Damit rechne ich doch nicht. Oh. Ich sag ja, die beiden Farben sind scheiße, die aufeinandertreffen. Weißt du, die siehst halt keinen Gegner, wenn der in die Tinte geht. Die sind so knallig, die Farben. Die Runde läuft. Nee, nicht mit mir. Nicht von hinten diesmal. Jetzt habe ich einige Leute weggehauen. Jetzt habe ich freie Bahn. Können die mir mal bitte von der Hülse weggehen? Die kamen wie Ratten wieder, ne? Nee, ich beschwere mich eher über die Mates, die sich einfach meinen, direkt vor mir stellen zu müssen, damit ich nicht treffe. Jawohl, weil die so schlampig waren. Immer die Base färben, Leute. Und zwar anständig. Aber ich glaube, ich bin ehrlich, Ich sag, das Klick war abgehoben, aber ich sag mal, das haben wir wegen mir gewonnen. Ich hab da so einen Lauf gerade gehabt, da habe ich zwei Leute gekillt, dann habe ich noch einen, da habe ich so viele Leute hintereinander weggehauen. Das war so krass. Also. Ja, versuchen wir drei Farb nochmal. Aber vorher gehe ich zum Laden und kaufe mir eine neue Waffe, weil ich habe eine AD-Card. Ja, okay, das haben die Stats gerade gesagt. 10 zu 4. Die anderen hatten, die hatte glaube ich irgendwie 3 oder so, der Liste. Da irgendeine. Nee. Ich hab mich gefragt, ob eine von den neuen eventuell den Schild hat. Und diese Big Mac Frau, ey. Die heißt vor allem nur Verkäuferin, Alter. Kriegt nicht mal einen Namen, weil die so unbedeutend ist. So, wenn wir jetzt Angreifer sind, haben wir keinen mit Schild.
Trotzdem fährt man erst die Mitte. Und nicht, geht nicht in andere Basen rein. Ach, wir sind wieder am Verteidigen. Ja, bitte nicht in Gegnerbasis reinbringen oder Ich bin nicht in die Basis reingegangen, ich habe die ganze Zeit da unten gegen die gekämpft. Hier unten, wo wir jetzt starten. Ja, das ist doch nicht mal die Mitte. Das ist ja, hier habe ich die ganze Zeit die hier an der Stelle da oben aufgehalten. Und gegen die Splatling da kann ich nichts machen. Ja, weil ich... Von aufhalten würde ich aber nicht sprechen, wenn die da durchgekommen sind. Ja, richtig aufhalten. Sehe ich ja. Ach, den Katoshira hat der. Kumpel, jetzt richtig mal ab. Das ist nur ein Spiel. Ist okay, ist okay. Ist ja okay. Nee, gegen den Katoshira kann ich nichts machen. Was folgen die bitte für eine Taktik, ey? Das ist doch... Das ist doch einfach nur schlimm. Guck mal, die rennen da ganz alleine rein. Das ist... Das freut mich echt, ey, wie... Die damit sogar noch Erfolg haben, ne? Das ist unglaublich. Ich halte hier ganz alleine gerade grün auf. Macht was auch immer ihr in der Mitte macht, ich halte die auf. Grün? Weil mit... Ich halt den Splatling dann auf. Gegen den mit der Splatling kann ich kaum was machen. So, dann bekämpfe ich ihn mit wieder. Der mit der Splatling hat viermal so viel Reichweite wie ich. Der tötet mich, bevor ich überhaupt bei ihm ankomme. Boah, das... Oh Gott. Jetzt habe ich ihn umgebracht. Oh Gott! Oh, den habe ich nicht gesehen, dass er da reingerannt ist. Hört ihr doch, Alter, wie viel Schüsse braucht dieser hässliche Kontrablaster denn? Ja, jetzt sind die beide durchgestorben. Ja. Richtig gut auf. Beide, sag ich. Boah, was haben wieder für Waffen? Oh Gott, da ist ja einer. Gut. Jetzt seid ihr alle in der Mitte. Ich halte, wie gesagt, die Grünen auf. Und das funktioniert ganz gut. Wir hatten die Blufers so kacke geworfen. Das war ich. Ich habe die einfach irgendwo hingeschossen. Nee, ich sag ja nichts, aber... Ich hab die ganze Zeit grün gerade eben aufgehalten und das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß nicht, was ja, du hast. Ja, zu 95% tatsächlich. Das eine Mal sind die zusammen sogar durchgekommen. Ja, da in aber dem Moment war ich gerade tot. Ja, okay, okay, okay. Wie gesagt, mehr der Katoshira hatte wesentlich mehr Reichweite als ich. Mehr wollte ich nicht wissen. Okay, bei denen kann ich recht leicht drankommen. Ich sollte mehr Reichweite haben. Die Grünen, die preschen übrigens offenbar einfach nur durch. Also der ist gerade wieder hinterletzte Larry einfach nur durchgerannt. Junge, ich habe mehr Reichweite als du. Der ist tot. Okay. What? 11% haben die Grünen. Ja, und also gegen die bekämpfen die Grünen, nicht die Partei, die Grünen. Wie habt ihr denn nicht?
Ja, der Haihammer war mir schon dran. Da brauche ich dann gar nichts mehr versuchen. Oh, ich halte die Mitte ganz sauber. Frei von Ungeziefer. Mann, was hast du dir ja von der Hoff mit dem Dünerroller geradewegs auf mich zuzugehen? Oh Gott, das ist ein Gegner. Okay, jetzt halte ich sie wirklich komplett auf. Ich stehe schon bei der am Base. Ja, dann bleibt da sogar. Oh, da ist jemand dich gebrochen. Ich habe jetzt einmal eine Seite gefärbt und auf einmal kommt die durch. Ja. Ich stand an der Stelle nicht. Wir haben 50% der Basis einfach. Oh Gott, da kommt ein Grüner durch. Nein, ich war tot. Der ist einfach... Ja, also der mit dem Roller, der ist komplett dämlich. Der rennt wirklich straight auf mich zu. Mit dem Teil auf dem Boden. Ich weiß nicht, was der für einen Plan hat, aber der ist durchgehend am Sterben. Weil mit denen hat man echt überhaupt keine Probleme. Eventuell hast du schon gesehen, wie dämlich der durchläuft. Ja, alle sind hier dämlich. Die sind alle dämlich. Aber ich beschwere mich nicht. Nein, 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 Turbo Blaster. Nee. S-Blast. Der hat den S-Blast. Die rennen da einfach alle rein. Das ist so geil. So, jetzt werden die nochmal alle im Großangriff starten. Ich sehe es schon vor mir. Die können das nicht mehr gewinnen. Oh Gott! Ich hab den, also ganz ehrlich, jetzt die Basis gehabt, ne? Ich war kurz Brain AFK. Junge, die haben so dämlich gespielt, vor allem der Roller-Typ, falls du den gesehen hast. Die waren alle dämlich. Ich will niemanden flamen, aber der dümmste Spieler war definitiv der Roller-Typ aus dem grünen Team. Der hat die ganze Zeit den Roller unten gehabt und ist so geradewegs auf mich zugerannt. Der hat den Fächerfärber schon gesehen. Ich weiß nicht, was der sich erhofft hat. Der hat nicht mal nach mir geschlagen. Der ist wirklich straight up auf mich zugegangen. Gibt es. Und das war, glaube ich, ein Dünerroller. Also den du nicht direkt von Anfang an hast. Also du schon ein paar Runden gespielt haben musst. Im Übrigen, mach jetzt einmal beenden, weil bei mir abgelaufen ist. Och, ich will mal wieder Angreifer spielen. Du doch auch, bitte? Nee, nein, nein. Du hast mir doch gerade eben gesagt, du liebst Angreifer. Nein. Vergiss es. Come on. Oh nee, ich dachte, du wärst. Hallo? Verwechselst mich direkt mit einem Billo. Ich hab mich gerade schon gefragt, ist das jetzt dein Ernst? Du rennst jetzt voll rein, färbst nicht die Bar. Du kennst mich doch, als ob ich das machen würde. Als ob ich voll YOLO irgendwo reinrennen würde. Der Fächertyp aus dem gelben Team, der gelb-orange, der rennt richtig rein. Ja, der Typ ist ein Noob. Zumindest töte ich den mit der Nautilus gerade durchgehend. Wurde teilweise eliminiert. Der mit der Nautilus hätte nur noch einen Hit gebraucht. Ich brauche ja nur 3 Hits zum Töten mit dem Platscher. Also ich kümmere mich wieder darum, Orange gerade aufzuhalten, ne? Und das klappt wieder mal sehr gut. Ja, wenn du bei Orange bist, ich bin bei Grün. Das passt sogar. Ja, du bist ja auch bei... du hast ja auch einen anderen Spawn als ich. Daher. Ich wollte gerade den Tintegrator nutzen. Wäre gegen die Nautilus-Typen echt gut gewesen. Nein! Oh, ich habe ihn nur einmal getroffen. Einmal nur fett getroffen. Oh Mann. Scheiße. Ja, ich bin tot. Tut mir leid. Hallo? Stirb doch! Den Chef schieb ich zum Beispiel auf mich, weil ich
weil ich richtig unnötig gestorben bin. Das schiebe ich auch nicht. Bei einem Teamspiel kannst du niemanden anprangern eigentlich. Wenn hat das ganze Team schuld, wenn... Nein, das war... Den Typ werde ich haben können und was mache ich? Ich verfehle die Scheiße wie nur. Stirb doch mal! Los, Winkelmarker, mach was! Okay, wir sind raus mit Geschichte. Nein, ich habe nicht gekillt! Oh, ich habe mich geopfert, um den in der Mitte, der gerade das Signal aktivieren wollte, zu vernichten. Ich würde sagen, worth it. Nein! Habe ihn gekillt. Ja, wenn sie das gegen Ende noch aktivieren, ist egal. Hä, wieso darf der noch so viel färben? Betrug! Warum darf der noch so viel grün färben in der Mitte? Ja, genau. Ja, das ist doch nicht, ey. Haben doch trotzdem gewonnen. Weiß gar nicht, was du hast. Ja, dann, ey. Tron? Trotzdem. Die ganze Mitte war gerade violett. Und jetzt warum ist die grün? Wäre das jetzt spielentscheidend? Kannst du mir nicht auch mal hier Fistbump geben? Weil das Spiel... Was soll ich machen? Ja, auch mal Fistbump geben. Was soll ich dir geben? Nie machst du bei mir das mit dir Fistbump, nur bei den anderen. Fistbump? Ich schieb dir hinten gleich was ran. Wenn man Sekundärstärke boostet, was genau wird bei dem Winkelmarker stärker? Wie oft der abprallen kann, die Reichweite? Der Schaden ist stärker. Ich sehe es doch gerade. Du hast 40, machst 40 Schaden damit, sonst macht er 30. Ich habe keine Sekundärstärke. Und der macht trotzdem 30 Schaden, keine 40. Oder haben die den verbessert? Wer ganz Wir haben doch Sinne gestern sogar noch darüber geredet mit dem 40 Schaden. Ja, schon wieder hier in der Ecke. Hä? 40 Schaden hast du doch. Na, da. Guck, seit wann renne ich straight up durch? Kann ja sein, dass du voll verwirrt bist nach dem Mal. Nein, die Blauen da oben, die färben. Die Blauen, die wissen, was sie tun. Oder auch nicht. Der Typ, der albert richtig rum. Der lila Typ, der hat richtig umgealbert. Eigentlich hätte ich. Ah, kann doch sein, dass er mich verarscht. Alles möglich. Da ist wieder einer mit einem Fächerfärber, der meint durchzusprinten. Oh, da hat jemand einen Platscher. Oh, der Shining. Ich liebe, ja, ich hab doch gesagt, dass ich einen Platscher habe. Hier hört mir einer zu. Ich kann dir nicht immer zuhören. Freund. Okay, der Nahkampfwaffe will mich auch ab. Oh. Nein! Oh, danke. Gerne. Ey, der Haihammer. Was der gerade für eine Was hat der für eine Reichweite, der Haihammer? Also ich war. Ich hab wirklich jetzt. Der Fächertyp gedacht, ist angeschwächt da oben. Der ist schon längst wieder regeneriert. Oh, ich hab die von der Seite gesaved zum Glück. Oh. Lila hat gar kein Durchkommen mehr. Oh, ich habe aber Grün gerade ziemlich gut mit dem Tintegrator genervt. Oh. Ihr Nächster, ihr kommt nicht durch, ihr Schweine. Gern geschehen. Ihr kommt nicht durch, ihr Schweine.
Magst du mir mal mit Grün helfen? Okay, Lila ist tot. Zumindest einer. Der Wandschopper, der wichtigere. Ach, der Wandschopper, der geht eigentlich immer so auf die Eier. Ja, jetzt haben die es. Guck mal, der hat den nicht mal lange gehalten. Den, das Surimi-Signal. Das ist teilweise, das ist wirklich richtig komisch. Ich verstehe das manchmal wirklich nicht. Ja, manchmal können die irgendwie instant genutzt werden. Das, ja. Ich glaube, so in den letzten 10 Sekunden kann man die teilweise instant aufheben. Der hat den gerade nur zwei, ja, deswegen. Das ist 2 Sekunden in die Hand genommen, direkt gezogen. Also. Aber jetzt kannst du dich schon nicht mehr beschweren, gewinn doch. Ja, aber wir Verteidiger sind. Verteidiger sind die Besten. Verteidiger ist immer am besten. Wir können auch wieder auf die normalen Maps ein bisschen wechseln, wenn du willst. Nein, nein, nein. Wir ziehen die Kacke durch. Aber jetzt kommt aber du freust dich die ganze Zeit, jetzt kommt Angreifer. Nein. Und guck, du siehst es bei mir, ich habe nirgendwo Sekundärstärke höher. Ich muss mir auch angewöhnen, dass ich mit dem Schwopper nicht auf jemanden genau werfe, sondern da drüber. Weil wenn ich jemanden genau treffe, dann wird es aufgehalten. Aber wenn ich drüber werfe, das macht genau den gleichen Schaden. Ich muss mir das angewöhnen, dass ich versuche, über die drüber zu werfen. Wie oft will diese Map jetzt noch kommen? Ja, die kotzt mich auch an. Es dürfte ruhig mal die andere kommen. Also ich mag Mante Maria, so ist das nicht. Ich bin hier rechts zugange. Ja, 2 auf einmal vernichtet. Bin stolz auf dich. Endlich habe ich mit dem scheiß Hammer mal getroffen. Ja, endlich. Oder auch Zeitscheinig. Ach, ich komme. Kann ich das nicht treffen? Ich bin eine Schande. Hab keine Tinte. Yeah. Bin tot. Ich mag auf jeden Fall den Job, den ihr macht, finde ich okay. Ich habe den oberen noch bekommen, das war mein Hauptziel. Hab ihn! Ja, ich hab's gesehen. Du kannst nach unten springen, ich treffe dich trotzdem mit dem Schwopper. Ich brauche nicht hinterher zielen. Einige wenigen Vorteile, die ein Schwopper hat. Wenn wir das nicht aus der Hand geben, können wir das sogar noch drehen. Die beiden da mit der Gatling, die sind geschwächt. Wie kommt der da durch? Ich hab 2 mit dem Titan gekillt. Ich hab noch eine Halfbombe in ihre Base geworfen.
Ey, das habe ich auch noch nie geschafft. Zwei Leute mit dem Tintin. Rock lief doch. Zehnfach Kampf möchte auch nicht kommen. Nee. Wir haben übrigens einen mit einer Sniper bei uns, ne? Und irgendwer vom Gegnerteam ist gerade gestorben. Ins Wasser geplumpst. Hat den Shining gemacht. Das habe ich jetzt mal überhört. Du hast es aber gehört. Du hast ihn direkt drauf geantwortet. Du kannst nichts zu ihm sagen. Also, ich verstehe echt nicht. Also, ich schieße sie an, sie kommen einfach direkt weg. Als. Sie kommen einfach weg, wenn ich sie anschieße. Weißt du, Tinte ist unter ihrem Feld. Sie kommen weg. Ich kann's nicht. Und dann willst du sagen, dass ich mich nicht aufregen soll. Ja? Doch, schon. Andere kommen auch weg. Warum komme ich nicht weg? Das liegt nicht an mir. Genau den Typen habe ich gerade die ganze Zeit versucht zu vernichten. Er hat seine Bo- Oh! So, das ist ein Sniper. Den Galumba habe ich vernichtet. Warum ist er denn schon? Ich will ihn nicht. Es sieht doch viel besser aus, was hinterfragst du nicht. Warum die Sprungboje so weit hinten steht? Ja, hatte jemand Spaß. Komm. Wie doch! An die Hitbox wieder. Ach, sind die wieder die gute alte Hitbox. Wie ist der Klecksroller bitte da durchgekommen? Das muss mir das Spiel mal erzählen. Ich habe den ganzen Bereich im Auge behalten. Den ganzen. Da hätte keiner durchkommen können. Oder da war eine Sprungbeule. Nächster. Eine Sprungboje bei den Gegnern? Ne, auf unserer Seite muss ja eine gewesen sein. Nein, auf der Gegnerseite haben wir eine Sprungboje. Ach so. Ja, kann natürlich durchaus sein. Ja, ich habe noch eine in die Base reingeworfen. Ja, Achtbombe, ne? Ja. Also wir hatten sowieso gewonnen, wenn unsere Sprungboje in deren Base steht, dann das sagt schon einiges aus. Mit 72,4%. Die wurden vernichtet. Jedenfalls, das war jetzt die letzte Runde des heutigen Abends. Den Ultimativen habe ich ja heute nicht mehr erreicht. Das mache ich offscreen eventuell noch. Für YouTube sage ich hier auf jeden Fall, dass das dann jetzt für heute war. Wir sehen uns dann gleich bei den Endergebnissen hier von der YouTube-Gemeinschaft. Euch sage ich mal, ciao an der Stelle.
Ja, Leute, das war doch ein spannendes Splatfest. Das Team meines Herzens hatte keinen einzigen Punkt, aber das Team, was ich dadurch trotzdem gewählt habe, hat knapp noch gewonnen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir noch gewinnen. Also, ich fand es vor allen Dingen krass, wie viele einfach Gespenster gewählt haben. Na gut, Gespenster als Freunde macht der meisten Sinn, die haben am meisten drauf und vor allen Dingen, die wollen dich eventuell umbringen. Im Gegensatz zu den anderen beiden. Naja. Knappes Match. Wir haben noch gewonnen. Das seht ihr. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß beim Zusehen hattet von dem Splatfest. Wenn ja, Abo und ein Like auf Utopien jetzt da lassen. Und eventuell auch beim Twitch-Kanal vorbeischauen, dort ein Follow da lassen. Dann könnt ihr auch live sehen. Dann seht ihr auch die ganzen Niederlagen. Für die, die es immer noch nicht wissen. Schlechte Runden, also die, die überhaupt nicht liefen, so Niederlagerunden, die schneide ich immer raus. Abgesehen von den ersten Runden des Abends. Die lasse ich immer drin. Dass ihr da nochmal Bescheid weißt. Alles andere bleibt drin. Naja. Ich wünsche euch damit dann jetzt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann beim nächsten Splatfest wieder. Ciao und bis dann.